to just pick up the phone. But I can't help but feeling so lonely. Yeah. Mm-hmm. On a Friday night. Yeah. So and so. Things move on just like they did before. Es ist traumhaft hier, oder? Und die 7-Seen-Runde, ich glaube, die wird richtig gut. Hier in dem Heftchen die schönsten Radpartien in Brandenburg, da habe ich die entdeckt. Unter anderem, da finde ich sie jetzt. Die führt mich. Ich bin gerade am Breitlingsee an der Malge. Und ja, ich fahre jetzt mal im Uhrzeigersinn einfach diese Route 32 Kilometer. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, das bleibt so. Zum Auftakt der Tour starte ich bei bestem Sonnenschein beim Ausflugslokal Malge am Breitlingsee. Hier sitzt es sich einfach traumhaft und der Blick kann von der davor gelegenen Marina weit über den See schweifen. So fängt der Tag super an. Erstmal ein Bier getrunken. Wie kann man an der Stelle auch kein Bier trinken? Dann wurde ich eben auf 20 geschätzt. Also der Tag kann gar nicht besser anfangen. Und hier an diesem Schildchen ist eine ganz neuralgische Stelle, an der ich hier bin. Fontane Rad, Tagestour Nummer 7 führt entlang. Radroute, historische Stadtkerne, Havelradweg. Ich sehe mein Vögelchen wieder von der Tour Brandenburg. Dazu die Knotenpunkte 2021 und dann letztendlich die 7-Seen-Tour als Symbol. Und für mich heißt es jetzt erstmal 4,6 Kilometer weiter Richtung Kirchmöser. Kirchmöser Ost wurde ebenfalls in dieser Zeit angelegt und ist als ganzes Denkmal geschützt. Tatsächlich fällt die Art der Bebauung direkt ins Auge. Sie gehört zu den typischen Waldsiedlungen der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Kirchmöser ist ein Ortsteil der Stadt Brandenburg. Durch den Ort führt unter anderem ein Industrielehrpfad, der Wissenswertes über die Entwicklung des Bauern- und Fischerdorfs Möser hin zum Industriestandort Kirchmöser vermittelt. Der Schwerpunkt der Erläuterungen am Weg betrifft die Zeit ab dem Ersten Weltkrieg. Wir fahren hier die 7-Seen-Tour, da wollen wir auch 7 Seen sehen. Breitlingsee haben wir ja gesehen und den Möserschen See, das war glaube ich auch so ein Teil davon. Hinter mir befindet sich jetzt der Plauer See und vor mir, ich drehe mich mal so um, ist der Wendsee. So sieht's aus. Der Weg führt weiter Richtung Schloss Plauer durch den dazugehörigen Schlosspark. Ich befinde mich jetzt in Plaue oder bei Plaue und dann macht das auch Sinn, dass das hinter mir der Plauer See ist. Und ja, hier ist noch eine Hinweistafel. Hier ist auch der Fontaneweg, führt hier entlang. Ne? Theodor Fontane, ich bin absoluter Fan von Fonti, wie ich ihn liebevoll nenne. Und dieses Jahr ist 200-jähriges Fontanejahr. Das heißt, 1819 ist er geboren worden in Neuruppin, nehme ich an. Und da müsste man den Radweg eigentlich auch mal fahren, aber naja, was soll's. Zumindest ist hier schon mal eine Station dazu. Wunderbar, zu diesem ominösen Objekt hier.
Ab ca. 1900 wurde die Terrasse als Tontaubenschießstand genutzt. Nach 1910 wurden in Erinnerung an Jagden im englischen Kaschmir die Sockel mit den Tieren Bär und Markhor zugefügt. Ach, Fonti, alte Hundelunge. Ja, wir beide auf einem Bild. Ha, cool. So, ich muss dann aber wieder, ne? Mach's gut. Tschüss. Das Engeltor ermöglichte den direkten Zugang vom damals privaten Schlosspark zum gräflichen Teil des Friedhofs. Diese Begrenzung wurde nach dem Krieg entfernt. Die Engelskulpturen wurden 1839 von dem Bildhauer A. Möller geschaffen, die Toranlage wohl etwas später. Und das ist schon wieder eine Station, Station 4 vom Plauer Fontaneweg. Am Plauer Schloss. Wunderschön hier. Das Schloss Plaue am nordwestlichen Ufer des Plauer Sees blickt auf eine lange Historie zurück. In das jetzige dreiflügelige Barockensemble sind Teile von Vorgängerbauten integriert bzw. solche überprägt worden. Komme ich doch noch zu meinem guten Fontane hier, zu seinem 200-jährigen Geburtstag. Hinweistafel, da ist der nächste Hofladen und Biergarten. Dazu hier an der Havelbrücke, das ist die erste Station vom Plauer Fontaneweg. Also, ich habe ja schon einiges gesehen, aber ich kann euch diese Tour von der Malge bis hierher wirklich nur empfehlen. Das ist, wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehne, mit einer der schönsten Touren, die ich bisher auf dem Fahrrad gefahren bin. Der Weg führt nun an der Bundesstraße 1 entlang. Über den Silokanal erreicht man mit etwas Navigationsglück auch das Zentrum von Brandenburg an der Havel. Hier liegt die Wiege der Mark. Vor ca. 850 Jahren schlug hier die Geburtsstunde des Landes. Die St. Katharinenkirche wurde der heiligen Katharina und der heiligen Ammerberga geweiht. Anstelle einer 1395 abgerissenen Feldsteinkirche entstand bis 1401 durch den Stettiner Baumeister Heinrich Brunsberg die Katharinenkirche als die größte Kirche der Stadt. Beachtlich die Ausmaße des Sakralbaus. Die Höhe des Dachfirstes beträgt 38 Meter und die des Turmes 72,5 Meter. An den Außenwänden dominieren ein seltener Reichtum an durchbrochenen Maßwerkrosetten und figürlicher Schmuck. Besonders beeindruckend die sogenannte Schöppenkapelle an der Südseite mit seinen reichhaltigen Verzierungen. Loriot, alias Vico von Bülow, ist ein Kind dieser Stadt und ihm zu Ehren wurden mehrere ausgewilderte Waldmopskulpturen verteilt. Ich bin auf meiner Runde anscheinend zielsicher an allen vorbeigeradelt. So viel Film. Wie ich wollte, konnte ich gar nicht bei dem Verkehr und bei den ganzen Menschenmassen, die ja in Brandenburg unterwegs sind. Ne? Brandenburg, die Wiege der Mark. Und hier soll es auch ausgewilderte Waldmöpse geben. Die müssen aber ziemlich scheu sein, denn ich habe noch keine gesehen. So, ich bin jetzt wieder am Breitlingsee angekommen. Und das ist ja ein großes Seengebiet, da sind die ganzen Seen drauf verteilt. Und der Teil von der Malge bis nach
Kirchmöser bzw. Plaue bis zu der Brücke. Der war astrein, der war echt top. Richtung Brandenburg war es dann ein bisschen gruseliger von der Strecke her, von den Radwegen. War auch sehr viel los, sehr viel Verkehr. Ja, aber letztendlich echt top. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. War wirklich eine schöne Tour und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei und bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.